Rainer Loog präsentiert. Die S-Bahn der Zukunft. Der Fahrplanwechsel 2023-2030. Und die dabei nicht genutzte Chance. Mit Leute, ich bin's wieder, der Rainer Loog, und begrüße euch zurück aus der Sommerpause. Gut, dieses Video ist eben in der Sommerpause entstanden und dazu noch das erste, das ich auch wirklich beenden werden darin, also könnt ihr euch hoffentlich auf ein bisschen mit von mir in den nächsten Wochen freuen. Jetzt geht es aber ans Eingemachte. Schauen wir uns mal das bisherige S-Bahn-Netz an. Wir haben die vier Hauptlinien S1, S3, S21 und S31, sowie die Verstärkerlinien S11 und S2 in den Hauptverkehrszeiten. Die Besonderheit an diesem S-Bahn-Netz ist, dass man die Faustregel hat, dass die einstelligen Bahnlinien über den Citytunnel fahren und die zweistelligen über Dammtor. Eines der Gründe, wieso man sich für eine Reform des Netzes entschieden hat, ist, dass man viele Verspätungen mit diesem System hatte und vor allem auf der Achse Hauptbahnhof nach Harburg, beziehungsweise alles auf der Lilanen Achse im Süden, nicht der Masse an Fahrgästen klarkam, weshalb sich bereits Gedanken um eine S32 gemacht wurde, um noch mehr Züge auf die Achse der Verdammnis zu senden. Die Dichter und Denker von der S-Bahn und dem HVV haben sich Gedanken gemacht, und die Lösung sehen wir ab 2023. Kuchnano? Was ist denn da passiert? Die S1 ist gleich geblieben und die S3 wurde nur auf der Südflanke verkürzt. Aus der S21 hat man eine S2 gebastelt, die nun den Südosten Hamburgs beglückt, indem sie statt von der Elbgaustraße von Altona über Dammtor ausfährt. Mit dem Altona-Move soll die wohl die abgeschaffte S31 ersetzen. Von der Elbgaustraße wird künftig die S5 fahren über die Verbindungsbahn und die Achse der Verdammnis bis nach Stade. Damit hat man wahrscheinlich dem Verlust der S31 versucht entgegenzuwirken. Das Ergebnis hierbei bleibt aber im Endeffekt, dass die S5 zu S3 so parallel verläuft, wie die S11 zu S1. Das Problem auf der Verbindungsstrecke nach Harburg scheint aus der heutigen Sicht in der Theorie nicht wirklich gelöst zu sein, da wir jetzt auf der Flanke nach wie vor zwei Bahnlinien haben. Also werden wir ab 2023 mit den S-Bahnlinien S1, S2, S3 und S5 ein umgekrempeltes Liniennetz haben, wo man nicht direkt aus dem Gefühl heraus sagen kann, welche Linien jetzt über Dammtor fahren, wenn man bedenkt, dass die gewöhnlichen Fahrgäste sich damit wahrscheinlich nicht wirklich auseinandersetzen können und dann zum Beispiel in Eidelstedt vergebens auf eine S21 nach Ormühle warten. Ihr wundert euch sicher, wieso denn die S4 noch nicht hier aufgezählt wurde? Dafür müssen wir einen weiteren Blick in die Zukunft werfen. Ja, meine Freunde, nun ist es soweit. Die S1 bleibt unverändert eine Bahnverbindung von Wedel über Bonzenviertel, Blankenese, Jungfernstieg, Hauptbahnhof und Ohlsdorf bis nach Poppenbüttel, bzw. dem Hamburger Flughafen. Die S2 ist, wie wir uns ab 2023 daran gewöhnt haben, eine Verbindung von Altona Mitte, ehemals Altona, über Dammtor und Hauptbahnhof bis nach Bergedorf bzw. Ormühle. Die S3 verläuft von Pimmelbeck aus über Altona, Jungfernstieg, Hauptbahnhof und Harburg bis nach Neugraben. Neu dagegen ist die S4. Die S4 wird von Altona Mitte über Jungfernstieg, Hauptbahnhof, Hasselbrück und Ahrensburg bis nach Bad Oldesloe, damit haben wir eine neue Verbindung, die das Hamburger Umland mit der Hamburger Innenstadt verbindet. Um die Verwirrung zu beseitigen. Altona Mitte ist das heutige Altona und das Altona von 2030 ist die Haltestelle Diebstech von heute. Mit der S4 wird aber damit eine neue Verkehrsachse der Hamburger S-Bahn eröffnet, die zuvor lediglich von Regiozügen bedient wurde. Die S5 ist gleich geblieben, bis auf die große Erweiterung nach Norden. Hierbei hat sie die nach zeitgenössische Strecke der Aken übernommen, damit wird sie von Eidelstedt aus über Bönningstedt, Quickborn und Helmstedt-Ulzburg bis nach Kaltenkirchen fahren. Dabei ist laut verschiedenen Quellen, unter anderem Wikipedia, eine Taktung von 10 Minuten bis nach Quickborn vorhergesehen und alle 20 Minuten soll eine S5 bis nach Kaltenkirchen fahren, das jedoch außerhalb des Berufsverkehrs. Wer sich fragt, was mit der Aken passiert, kann noch getrost nachts weiter schlafen, denn die Aken wird im 20-Minuten-Takt versetzt zur S-Bahn auf jeden Fall zwischen Ulzburg Süd und Kaltenkirchen mit verkehren. Die ganz große Neuerung soll aber die S6 sein. Die wird von Elbgaustraße über Neu-Altona, Dammtor, Hauptbahnhof und Harburg bis nach Neugraben verlaufen, damit werden drei Bahnlinien zugleich auf der stark belasteten Achse verlaufen. Das Problem mit der Achse scheint nun aufgrund der neuen Linie S6 im Angebot der HVVS nun endlich gelöst zu sein, also mag man zumindest denken.
Ich persönlich befürchte, dass es auf der Achse durch die höhere Auslastung und den damit verbundenen höheren Risiko auf Behinderungen und sonstigen Verspätungsgründen, die S-Bahn sich eventuell ins eigene Bein beißen könnte. Aufgrund dessen, dass jede der Linien, die über Elbbrücken fahren wird, kann ein Problem auf der Achse schnell zum Problem des gesamten S-Bahn-Netzes werden. Ein sehr teurer Lösungsansatz wäre es, nochmals extra Gleise zu bauen, wodurch es dem System weniger wehtut, wenn es nur auf einem statt zwei Gleisen pro Fahrtrichtung Probleme gäbe. Eine noch höhere Dichte der Taktung, um dem Fahrgastaufkommen gerecht zu werden, halte ich für nicht möglich, da man auf einem Gleis nicht unbedingt genug Abstand zwischen den einzelnen Zügen hätte und bei minimalen Verzögerungen man eine Art von Stau für Züge entstehen lassen würde. Eine weitere noch wirklich viel teurere Lösung wäre es, eine S7 einzurichten, die vielleicht mal für Entlastung sorgen könnte, indem sie nicht wie die anderen Züge von Hamburg über Elbbrücken zum Hauptbahnhof fahren würde, sondern vielleicht einfach mal über Altona fahren würde. Vorteile darin wären, dass man als Arbeitskraft am Hamburger Hafen endlich eine bequeme Anbindung mit einer schnellen S-Bahn hätte und Stadtteile wie Wilhelmsburg und Hamburg hätten eine umso bessere Infrastruktur. Außerdem würde man für große Entlastung sorgen, weil die Personen, die ohnehin schon vom Hamburger Westen nach Harburg möchten, und verkehrt herum, sich nicht längere Fahrzeiten antun müsste, nur weil ihre Bahn unbedingt den Hauptbahnhof mitnehmen müsse. Wenn man die Pendler, die über die Westhälfte des Hamburger Liniennetzes verkehren, nicht über den Hauptbahnhof vom spärlich mit Bahninfrastruktur ausgestatteten südlichen Hamburg fahren müssten, dann würde man zugleich eine Riesenentlastung für die Achse Hamburg-Hamburg Hauptbahnhof erbringen. Wieso dies aber nicht passieren kann, zähle ich euch nun auf. Anders als die anderen neuen S-Bahn-Linien, wird der Zugverkehr nicht auf bereits vorhandenen Strecken stattfinden, die nur maximal umgebaut werden müssen. Klar hat man vor allem im Hamburger Hafen eine ausgezeichnete Infrastruktur, was den Bahntransport von Gütern betrifft, jedoch hilft das nicht unbedingt weiter, da viele Teile der Strecke dann teilweise eingleisig wären, oder man würde den Güterverkehr im Bahnnetz stark behindern und einschränken, was einen wirtschaftlichen Schaden bedeuten würde. Außerdem hat man im Hafen und auch generell in Hamburg drumherum ein Platzproblem. Egal was man sich ausdenken möchte, das wäre alles schlicht und ergreifend viel zu teuer und aufgrund des verwinkelten Hafens kaum umsetzbar. Ein Tunnel zum Beispiel unter dem ganzen Hafen wäre einfach viel zu lang und nahezu unmöglich allein aus finanzieller Sicht, da der Ertrag sicherlich nicht so hoch werden könnte. Zu guter Letzt haben wir das große Problem mit der Elbquerung nach Altona. Eine Idee wäre es, den alten Elbtunnel zu nutzen, was aber nicht möglich sein wird, da der Tunnel wahrscheinlich viel zu klein sein wird und außerdem steht der alte Elbtunnel unter Denkmalschutz und deswegen schon mal ein No-Go. Eine Brücke über diesen Teil der Elbe wäre auch undenkbar, da dort sehr viele wirklich gigantische Schiffe wie zum Beispiel Containerschiffe verkehren. Die Kühlbrandbrücke zum Beispiel sieht ja auch doll und wirklich hoch aus, aber die modernsten und größten Containerschiffe von heute könnten niemals das modernste Containerterminal Hamburgs anfahren, aufgrund dessen, dass die Brücke für diese zu niedrig ist. Selbst mittelgroße Containerschiffe müssen erstmal abwarten, bis diese bei Ebbe unter der Brücke durchfahren können. Man könnte einen neuen Elbtunnel parallel zur Bundesautobahn 7 errichten, aber das alles wäre viel zu teuer. Wie ihr seht, ist die ganze Angelegenheit nicht einfach. Vor allem heutzutage, es ist schwer etwas umzusetzen, vor allem bei der Bauweise von Hamburg. Damit das S-Bahn-Netz stabil funktionieren kann, um was dafür zu tun, muss man Geld in die Hand nehmen, das wird aber keiner machen, da man lieber Geld für einen Lärmschutztunnel auf der A7 ausgibt und wieder die Autobahn auf mehr Spuren ausbaut und zugleich versucht, das Autofahren so unattraktiv wie möglich zu machen, statt einfach mal den öffentlichen Personennahverkehr durch neue Konzepte und Verbindungen lukrativer zu machen, damit man nicht von zu Hause zur Arbeit mit dem Fahrrad nur eine Stunde braucht statt mit dem öffentlichen Personennahverkehr anderthalb Stunden. Danke fürs Zusehen. Ende.